Wenn 50 Cent von der G-Unit spricht, dann meint er natürlich GameTube. Und deswegen ist es natürlich Ehrensache, dass wir 50 Cent Blood on the Sand spielen. Und wen könnte ich mir dazu besser ausgesucht haben als den tightesten Homeboy, den es überhaupt gibt? Fritz. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade eben korrekt war. Ich kenne mich da nicht so aus. Deshalb sind wir ja hier. Wir wollen es lernen. Wir wollen lernen, wie man so cool wird wie die hippen Gangster-Rapper. Ah, okay. Und wir starten sofort in die Story, denn das ist alles so verrückt. Ihr glaubt das alles nicht. Es braucht keine weitere Einleitung. Schwierigkeitsgrad normal, Punkt, reicht. Nur Einladung. Können wir jetzt mal anfangen? Achso, Nebenfigur. Michi, entscheide ich mal, wen nehmen wir denn? Kennt ihr doch alle gar Tony, nicht. Tony, nehmen wir den DJ Who Kid. Yeah. Dann nehmen wir halt DJ. Yo. Das Spiel ist übrigens schon ein bisschen älter. Aber von 2009. Halt, hat an seiner Tightness nichts eingebüßt. Gar nichts, ich mir sagen Leute. Lassen. Gar nichts. Wir können bestimmt auch noch ein bisschen was über den Hintergrund von dem Spiel erzählen, aber jetzt lasst euch erstmal von der ersten Zwischensequenz wegbammen. Das ist ein Singspiel, oder? Hoffe ich doch. Ja, gut. Ja, top. Da singen sie schon. Wir müssen Fiddy. Übrigens bei Musikszenen manchmal zwischensingen, weil uns die GEMA sonst dazwischen springt. Hier hat er übrigens gerade gesungen. Okay. Wieso ist denn der so schwer bewaffnet schon? Bad News 50. No deposit. Motherfucker. That's right. The money didn't come through. You're up 10 million. Oh, shit. It's fucking payday, homie. Mr. 50. What a surprise. Mr. 50. What the fuck is my money? I need a few days. 10 million. Guaranteed. That's the deal. You'll have it. I just need more time. Time's up. I don't have the money. It was stolen. What? By who? Men working for a gangster named Saeed Kamal. Waste this fucker. Please, I tried to stop them. Wrong motherfucking answer. Wait. I have it. I have the skull. Show me. In my safe. Let me show you. This belongs to Orda. The Scourge of Odessa. Whoa. The head of his favorite wife. Famed for her beauty. He covered it in diamonds when she died and kept it by his bedside. Creepy. Damn, look at that ice, man. The skull is priceless. You lucky motherfucker. Okay, let's roll. You got transport? Die kriegen 10 Millionen für einen Auftritt? Natürlich, hallo, das ist die G-Unit. This city's got the worst gangsters in the world. Not like your Hollywood, pretty boy Hollywood gangsters. Queens, baby. That's where the real OGs live. Yes, but is New York owned by gangsters? Hell yeah, the gangsters own the streets. The streets? The gangsters own the fucking city. The whole fucking country. Everything is for sale here. Drugs, guns, bombs, chemical weapons, human organs. Huh, just another day at the office. No joking, 50. Pray you never meet the harvester. Cross him, and he will take you apart piece by piece. It's a fucking ambush. Go the other way. Okay. 50 war nicht so beeindruckt. Fiddy, oder? Seine Freundin nennt ihn Fiddy. Ja, hallo, wir sind ja wohl so mit dem, Dicke. Nein! Den einzigen Weißen im Fahrzeug erschossen. Das ist genau andersrum wie im Horrorfilm, wo mir der Schwarze zuerst sterben muss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir sind. Irgendwo in Land. Ihrer Afghanistan, oder? Da zahlten die 10 Millionen für ein Fiddy-Konzert. Das ist ja der Hammer. Das sind die ganzen europäischen Fördermittel. Boah, ist der Fiddy-Teil, Scheiße. Ja, hallo. Der ist so zur Welt gekommen, der hat sich rausgeschossen. Oh, was ist wieder ein Lara. Lara kopft. Die schießt auf uns.
Oha, was denn hier? Nein, nicht den Schädel. Hält so ein richtiger Schädel auch so viel aus? Boah, voll die unsportliche Aktion. Da wackelt ihm das Magazin hinten drin. Oh, geht's ja schon los? Where'd she go? That bitch took my skull. Yeah. That bitch took my skull. Kannst du kurz die Kamera rumdrehen? Hat er da vorne Telefone drin oder ist das Magazine? Moment, wir können es ja so rummachen, so. Also hier sind Granaten. So, er ist voll dabei, also die Augen sind massivst offen. Oh, weiter gehen die nicht. Ich glaube, er blinzelt doch. Da hinten, das sind Magazine, ne, die hier hinten dran sind. Ja, bestimmt. So, und schon sind wir im Spiel, mittendrin. That bitch, diese Dame, ich übersetze es mal simultan für euch. Ja. Took our more fucking money. Unser rechtmäßiges Honorar entwendet. Genau. Aus Versehen hat sich wahrscheinlich vergriffen. Ja. Ihr Schädel lag sicherlich daneben. Wäre jetzt eigentlich der Schädel, wäre das die Ersatzzahlung gewesen oder wollte Freddy sowohl den Schädel als auch die 10 Mille? Na gut, das weiß ich nicht genau. Ich meine, das ist ja schon ganz schön gierig. Ich geh mal kurz auf eine andere Waffe. Hier, wir haben hier 4 Waffen dabei. Also, den holt er eben mal unterm Arm vor. Nochmal zum Anschauen. So, schwuppdiwupp, ist er da? Da kennt er nichts, der Fiddy. Oh, was geht jetzt ab? Ja, sorry, aber rotes T-Shirt war letztes Jahr. Da müssen wir sofort eine Gegenmaßnahme starten. So, man kann sein, dass Fiddys Arm so dick ist wie ich. So, wir machen jetzt eine Gegenmaßnahme und drücken die Action-Taste. Und nochmal. Boah. Das gibt alles Punkte. Punkte waren. War quasi halber Euro gegen halbe Portion. 50 Cent Gewinn. Immer. Ich find's gut, dass wir das spielen. Ich hab ne Vorahnung. Na? Ich glaube, das wird noch unfassbar gut. Das ist jetzt schon unfassbar gut. Ich glaube, ich hab gerade die gute Waffe weggeschmissen. Aber es gibt auch schlechte Waffen in dem Spiel. Ja. Wie? In einem Fiddy-Sand-Spiel gibt es schlechte Waffen. Ja, für die anderen. Ach so. Hier ist übrigens unser Kollege. Den könnte man ja online, könntest du den eigentlich spielen, wenn du nicht neben mir sitzen würdest. Ja, da bin ich aber nicht cool genug für. Dann hättest du ja auch den anderen spielen können. Ja, nicht mal für den bin ich cool genug, Mann. Das war's dann. Some school! Oder wie auch immer er das aussprach. Das, was mir ein bisschen fehlt, ist so eine Funktion. And now all together repeat. Some skill, Fiddy. Some skill, Fiddy. Sally and Tommy are sitting in the kitchen. Die Action-Taste, Mann. Das ist die Action-Taste. Ah, Mann. Ah. A für Action. Ah, sie weg. Oh. So, Poster gesammelt. Es reicht nicht, hier alles kaputt zu machen. Nein, wir müssen den Leuten auch noch ihre Bravo-Poster klauen. Vor allem, was ist denn 50 Cent für einer? Der den Poster von sich selbst Poster klaut. Von sich selbst klaut. Ja, Hammer, oder? Entweder ist er ein Antinarzist, der nicht will, dass andere Leute ihn anhimmeln. Vielleicht ist er so bescheiden. Das könnte sein. Ich mein, die singen ja auch oft in ihren Liedern. Andere sind auch cool. Yeah, yeah, yeah. Wir machen nette Musik, aber die anderen, hört euch doch mal Sting an oder so. Auch okay. Okay, ja, Sound. Oh, hier geht's ja voll rund. Übrigens. Nein! Oh. They shot my car, they took my job, they took our job. Volltreffer. Hier ist übrigens im Grunde ein Gears of War 3, wollte ich gerade sagen, Gears of War Klon. Nein, Mann, 50 Cent hat das Schießen erfunden, bist du bescheuert? Ja, aber nicht, dass hinter irgendwas in Deckung gehen, aber andererseits, die Sachen explodieren ja auch sofort, wenn er hinter irgendwas in Deckung geht. Ist fällt, also gar nicht so cool. Mir fällt übrigens gerade noch eine Gemeinsamkeit auf, die... Bomben. Oh, was jetzt? Jetzt kommen die Bomben. Ah. Um Gottes Willen. Eine Gemeinsamkeit, die wir mit 50 Cent haben. Na? Auf uns wurde bestimmt schon genauso oft geschossen wie auf ihn. Nur ihn haben sie ja getroffen. Und er hat es aber überlebt, weil so eine coole Sau ist. Hechtsprünge. So, haben wir auch gelernt. Das war aber doch kein Hechtsprung. Ja, was auch immer. Alter, kannst du nicht. Ah, okay, ich muss nach vorne drücken. Aber das sieht auch nicht nach Hechtsprung aus. Moment mal. Hä, mach doch mal einen. Fiddy jetzt hier mal. Show. Nee, macht nix. Ja, wenn er nicht bezahlt wird, macht er gar nichts. Ich hab auch einen Schädel.
Könnte er haben. Need some help over here. Ach wie, die Tür machen wir nicht mehr alleine. Kollege. Ich finde das bisher höchst nachvollziehbar alles. Da haben sie bestimmt auch... Yeah. So, ich schieß mal auf die Dartscheiben. Wahrscheinlich das einzige Spielzeug von den Kindern aus dem Nachbarhinterhof. Jetzt ist weg. Die sollen ja auch nicht spielen, sondern in Ruhe 50 Cent Alben hören. Ja. Die fangen meistens mit Yeah Man an. Wie sollen die denn auch hinterher mal selbst sich beklagen können, dass sie so eine schlimme Kindheit hatten, wie sie eine gute Kindheit hatten? Das geht ja nicht. Stimmt. Fitty muss im Endeffekt für mehr Rapper-Nachwuchs sorgen, indem er deren Leben versaut. Fitty hat übrigens, muss nicht so einen Mädchenanzug tragen wie der Typ in Crisis, um seine Gegner rot leuchtend zu sehen, die auf ihn schießen. Fitty hat das integrated. Ja, weil er halt einfach einen tighten Flow fährt. Where the fuck did she go? Quickly! They're coming! Yeah, but that bitch took my skull! It was Kamal's man. And the girl? Her name is Leela, Kamal's right hand. That bitch has got my skull, and I want it back. I need weapons. Was soll das? Park on Arshad Road, a local gun dealer, Raoul. He'll meet you. He'll have everything you need. Is he safe? If you have the money, I will contact Raoul. Was steht da jetzt nicht? Here, take this. Use it to stay in contact. You still owe me. If I don't get that skull, I'm gonna collect from you personally. With interest, you understand? Der berechnet Zinsen. Ist das eigentlich ein Helm? Oder ist das eine Baseball-Cap? Das ist ein Baseball-Cap. Hallo, Fifty braucht doch keinen Helm. Fifty, can you hear me? More than I like. Sieht aber aus, wie die beim Baseball aufhaben, wo er auch so ein Schild vorne dran ist. Die Better beim Baseball aufhaben. Mhm. Stimmt. Boah, jetzt habe ich gerade Fifty Sands Kappe beleidigt. Jetzt kommt er bestimmt zu mir nach Hause und schießt alles kaputt. Aber das Spiel in der Vergangenheit, das kann er gar nicht mehr. Hat 50 Cent inzwischen noch Geld? Ich weiß nicht, ich glaube, demnächst spielt er irgendwo in einem Film als Schauspieler mit. Stimmt, der ist inzwischen Schauspieler. Der ist, glaube ich, gar nicht so schlecht als Schauspieler. Keine Ahnung, ich habe den, glaube ich, noch nicht als Schauspieler. Spielt er nicht in hier hören wir ihn ja nur als Sprecher oder so? Der spielt, glaube ich, in irgendeinem Film als Polizist mit. Als Polizist? Ja. Ja, muss er aber kräftig für Schauspielern. Das war aber, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube, jeder hat so gedacht, der kann das gar nicht. Und das war dann gar nicht so scheiße. Cool. Weißt du, was er noch kann? Zeige ich euch jetzt mal. Pass auf. Pass auf. Jetzt aufgepasst. Gangster Slow-Mo. Ich mache übrigens jedes Mal, wenn du Slow-Mo anmachst. Bum, bum. Yo, yo. Bum, bum. Bum. Werden wir dafür auch von der GEMA verklagt, wenn die 50 Cent Lieder summe? Ja, nachsingen ist auch schon nicht in Ordnung. Da muss ich mir jetzt quasi eigene Hip-Hop-Beats ausdenken. Ja. Kann ich aber gar nicht. Na, wo sind sie denn, die Haaren? Ach, da. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Schuss für unsere, für diese Fernrohrwaffe dabei. Aber die fette Desert Eagle. Ja, und die hat sogar Brandmunition scheinbar, weil wenn wir jemanden damit anschießen, dann ist der verletzt. Boah, weißt du, wie die Pistole aussieht? Mit dieser Riffelung da unten. Ja. Hast du früher so diese Faschings-Knallpistolen als Kind gehabt? Ja. Da gab es eine, die hieß Europol. Und die hatte jedes Kind. Und die sah genauso aus. Also jedes Kind in meinem versnobten Best. Reiche Leute-Eckchen. Ja. Oh, was ist denn deine Hut eigentlich? In Berlin? Ja. Treptow. Ich bin in Treptow groß geworden. T-T-T-T-Unit? Genau. Ich bin ja in Kieferngarten in München groß geworden. Also die K-K-K-K-K. Wobei das ist K-K-K-K-K-Unit. Nicht unbedingt so ideal für eine Gangster-Bande. Ups. Wir müssen übrigens aufpassen. Wir dürfen uns nicht verquatschen. Nicht, dass wir die Story verpassen. Ja, bisher habe ich noch voll den Überblick. Komm jetzt. Jetzt geht's hier runter. Handshake. Oh. Ja, die Nachbarn. Das ist ja was recht Klassisches, dass es Nachbarschaftsstreit gibt. Mhm. Ja, hier damit haben die Jungs ja öfter Probleme. Das ist total doof übrigens. So jetzt. So rüber zu ziehen, weil er guckt hier nicht gut durch. Machen wir es mal Fiddy-Style. Boah, Fiddy hat nur eine Pistole.
Ja, stimmt, komisch, oder? Was ist das für ein Gangster? Ich verliere jeden Respekt vor dem Mann. Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, das zu spielen. Ich will lieber, viel lieber Vanilla-Eisblatt auf das Endspiel. Das vielleicht gibt es den als DLC-Charakter. Ich glaube, das Spiel stammt noch aus einer Zeit, wo es fast keine DLCs gab. Das war 2009. Da war die Welt noch nicht. Yes, Raoul agreed to meet you on the terrace behind Arsha Korkia. Alright, stay online. Arsha Korkia? Da gab es doch früher bei, kennst du von Kayaya Na, die Sendung Was guckst du? Ja, kenne ich noch. Da hatten die doch immer diesen Running Gag, weil ich glaube auf Arabisch 10 Arschrad heißt. Und dann hatten die immer so Zusammenschnitte, wie ganz viele Leute im Fernsehen sagen Arschrad. Ich weiß nicht, was aus den Kisten rauskommt. Ich glaube, es sind irgendwelche Goldringe, oder? Ja. In diesen Ländern sind offensichtlich in Kisten überall Goldringe drin. Wenn die da mal reingucken würden, dann... Wo spielt denn das überhaupt? Das wissen wir ja, immer noch nicht, irgendein arabisches Land soll das scheinbar sein. Ich weiß nicht, warum sie das gewählt haben, ehrlich gesagt. Ich habe mal Legenden gehört, dass dieses Spiel ursprünglich als eher klassischer Third-Person-Shooter entwickelt wurde und dann diese ganze 50-Cent-Geschichte obendrauf gestulpt wurde. Indem sie gemerkt haben, dass das Spiel so nicht geht und man braucht die Coolness von Fiddy. Ja, oder vielleicht wollte Fiddy ein Spiel haben. Vielleicht hat er die einfach alle geowned. Also... Aber Fiddy kann, glaube ich, auch jedes Spiel retten, oder? Fiddy macht die Spiele erst zum Spiel. Wenn sie aus Duke Nukem Forever auch ein Fiddy-Spiel gemacht haben, Fiddy Forever, das geht schon, wie das schon von der Zunge rollt. Instant. Wahnsinn. This dump is safe, right? Oh yes, of course. Raoul will be out on the terrace. Das Dump hier, also... Der ist doch bestimmt nicht safe. Sieht auch total safe aus. Der zockt ihn doch total ab. In Wirklichkeit wollen wir doch bloß zu der Bitch that got my skull. The bitch got my skull. Ach, super. Das Tolle an diesem Spiel, warum ich das unbedingt spielen wollte, erstens, weil es irgendwie ganz unterhaltsam ist. Zweitens, weil es halt so geil auf so top albern und dumm ist. Was heißt hier top albern und dumm? Das ist ja wohl das größte Vorbild, das man haben kann. 50 Cent ist sich selbst die größte Parodie. Also du könntest niemanden nehmen, der ihn verarschen soll. Man kann 50 Cent nicht verarschen. Wie willst du denn das machen? Du kannst ja nicht einen Witz nochmal erzählen, da wird er ja nur schlechter durch. Das weiß ja jeder. Ah! Da, Nahkampf! Das ist fucked up, man! Fuck you, du bist gleich fucking mit dem Nahkampf ist mir hier zu gefährlich. Bin nicht so hart im Nahkampf. Heilt sich 50 Cent selbst? Ich glaube ja. Doch, also wir haben muss nicht mal in die Deckung, um selbst zu heilen. Wir haben ja zwei Anzeigen unten. Eine ist halt für seinen Gangster-Move. Ja. Also vier Gangster, Slow-Mo. Gangster-Fire. Und das andere ist für Leben. Gesundheit. Yeah, wow. Check out this view. 2009 hat das vielleicht noch irgendjemand beeindruckt. Nein, hat es nicht. Seit Modern Warfare müssen hier mindestens 50 Hubschrauber langfliegen und wo sind überhaupt die Hubschrauber? 55 davon explodieren. Die kommen bestimmt noch. Okay. Was? Entschuldigung, aber Fiddy lässt sich doch nicht lumpen. Ja, Level geschafft, oder was? Ja, und wir werden sogar ordentlich belohnt hier. Wie, was ist so 130.000, hätten wir dann bekommen? Ich weiß nicht, vielleicht den Platin Applaus. Fiddy Sand. Applaus für unsere Leistung. Aber ist doch ein schöner Abschluss. Dann haben wir die erste Folge rum. Ja. Ja, vielleicht habt ihr Lust, uns weiter auf diesen kuriosen Abenteuer zu begleiten. Ja, wir versprechen euch viel lustige Sätze von Fiddy. Es ist lehrreich vor allem. Ja, ja. Ihr könnt hinterher halt total gefahrlos mitmachen. Mit nahezu heruntergelassenen Hosen durch eure Hut stolzieren und seid sprachgewandt. Das ist der einzige Weg, ist auch die einzige Art und Weise, wie man durch die Hut spaziert. Genau. Also. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt tight und schaltet wieder ein oder so. Tschüss. Tschüss.